Willkommen zu einer neuen Runde Ark Survival Evolved von Studio Whitecard DLC Extinction. Die Spinny muss ich davor noch wegkriegen, ne? Die hat sich jetzt schon die nächste Schneggi geholt. Bevor wir da hinten eventuell mal den Stego probieren können. Hast du gerade mich? Getroffen? Jawohl. Ist nicht so wirklich, oder? Doch, Hammer. Gut, die haben wir weg. Die Spinni hat sich eingekrochen, jawohl. Hier war nämlich noch eine Spinni, die hat es irgendwie nicht geschafft. Und original wollten wir hier versuchen. 5. Komme ich bis dahin? Ja. 1. 2. 3. 4. Ich wollte nämlich probieren, mich hier oben drauf zu stellen. 5. Ach Quatsch. Die Spinnen kriegen die nicht so schnell gelegt, aber ich. Oh. Ja, ist natürlich äußerst intelligent. Jetzt die ganze Zeit Spinnen spawnen. Alter, der sieht so fett aus. Dann habe ich ein Problem. Zähmgeschwindigkeit ist natürlich extrem hoch eingestellt. Auf achtfach. Mittlerweile, weil wir bei dem letzten so übelste Probleme hatten. Ja, wir probieren es mal, ne? Na, ja, 1560 Leben, das wäre schon feine Sache. 520 Gewicht ist auch cool. 8,3, das dauert. Ne, 16, passt. Ich nehme mir mal hier was zu trinken. Was? Ne, nicht das. Was zu essen, am besten aus dem Inventar. E. Oh, ich bin mir sicher, dass hier ziemlich zügig wieder Spinnen spawnen werden. Oh, und der sieht so cool aus, weißt du? Krass. Es wäre schade drum. Boah. Ach, das Grün gefällt mir an dem. Ich bin sonst nicht so Grün-Fan, eher blau. Aber das sieht schon mal schnieke aus. Und am besten ist, ich stelle mich oben drauf. In der Hoffnung, dass ich dann sehe, wenn hier irgendwas ist. Alter, ich bin schon wieder völlig durch im Wind. 33%. Das macht natürlich einen Unterschied aus, ob du jetzt 10 Faktor 8 hast oder nur einfach. Du müsstest die achtfache Zeit hier rumstehen. Kannst allerdings nichts machen, ne? Dann verreckst du eher mal, gut, am Wasser eher nicht, aber wenn hier die Spinnen permanent spawnen, legst du dich auch mal hin. Uiuiuiui. Ist ja auch gerade so mulmig wie mir? Nee, ne? Du lachst dich eher kaputt. Ha, Spacko, du wolltest es so. Hättest ihn ja auch zur Seite ziehen können. Ja, hätte ich machen können. Einfach weiterlaufen in die Richtung da. Ich glaube, da wäre ich sicherer gewesen als das hier. Wie viel heißt denn? Oh, 50,0. Beeil dich. Beeil dich. Wie viel hättest denn du Nahkampf? 125, das ist ja nix.
Und damit hast du die anderen so kaputt gemacht? Krass. Ja, die 40er Spinnen, die sind ja mal ultra fix umgefallen. Was war geht da? Nee. Das sind nur die Büsche. Ja, hier hat man nämlich die Spinnen letzte Runde erst gekillt. Im Rückzug waren die wieder da. Ui, 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 ui. So, das hätten wir. Ich drehe mich nochmal rum. Heute hacke ich die Maus wieder ein bisschen. Oh, Elistro, nachgekommen, das ist gut. Immer macht hier den Spawn zu, das ist fein. Da kommt eventuell keine Spinne nach. Zumindest bis er steht. Wie viel hast du? 75%. Noch 25, dreimal essen, wenn ich Schwein habe. Und? Nö. Wie sieht's hier aus? Bärchen hast du ja genug. Fleisch haben wir auch. Chitin haben wir. Das ist schon mal auch wieder richtig geil. Können wir Zementpaste bauen? Ich bin nervös. Ja, von oben her sind wir hier auch nicht mehr geschützt. Boah, krass. Krass, krass, krass. Was dieses Spiel mit mir macht, Mann. Ja. Furztrocken im Mund, ich kann nicht mehr. Stegolotyp. Puss. Maximus. Ich habe keine Ahnung warum. Kann ich dir jetzt nicht sagen, das ist. Komm mir gerade zu. Ab nach Hause. Kommst du? Jawohl. 39. Das ist. Macht mir schon mal ein bisschen Mut. Da hinten beim blauen Kristall ist die Heimat. Was? Map, nicht. Nicht ruckeln. Das könnte ich. Gerade nicht ab. Ich hätte ihn nämlich gerne nach Hause gebracht. Wenn der vor meiner Tür steht, bin ich schon mal ein bisschen sicherer. Das ist schon mal Schnieke. Müssen wir uns noch ein Listro holen, damit die schneller EP kriegen. Natürlich sind das alles Kacknoob-Pets. Vom Level. Besser wäre natürlich ein 120er zu tamen. Perfect Taming, da hast du dann mal gleich Level 200 oder 180. Ja, 180, ne? Puh. Aber das sieht schon mal Y. Oh, geil aus. E. Verhalten, dein Ziel angreifen, neutral. Wie gesagt, das mache ich in der Hoffnung, dass die sich dann auch selbst verteidigen können. Ein bisschen Leder haben wir dabei. Das heißt, wir können schon mal die Pike bauen. Ich bin überladen, oder? Nee, bin ich noch nicht. Gut, das da rein. Pike hier drin, jawohl, herstellen. Pike. Ufz, ufz, ufz. Gib doch mal her. Wie viel hast du denn hier drin? Jetzt einen. Können wir stacken? Jawohl, können wir stacken. Den Rest packen wir mal fast alles da rein, bis auf einen Stack.
Was machst du da draußen für einen Blödsinn? Die Pi kommt hier rein und dann kannst du die da noch mit reinpacken. Jawohl. Bekämpfst du was? Ach, das ist das normale Schwanz. Ah! Schwanzwedeln. Die packen wir mal hier rein. Im Moment brauchen wir nur ein Trinkglas. Das macht sich schon wesentlich besser damit. Oh, ne, das kann rüber. Und das können wir einfach rausschmeißen. Was machen wir jetzt mit dem Fleisch? Wir haben ja auch hier noch drin gehabt. Kannst du das? Ich will kurz auch nicht aufstecken. Klar, kannst du. Bip, bip. Bip. Was wir machen können, ist noch ein paar Peter reinschmeißen. Du brauchst Gewicht auf jeden Fall. Dich stört doch das gar nicht, oder? Genau. Dann mal hier nämlich auch noch mal ein paar. Ach, für 16 Minuten. Du bist kein Kühlschrank in dem Sinne. Da sind sie drüben besser aufgehoben. Okay. Den packen wir so halt da rein. Hä, noch immer hier Platz. Ach nee, das war's schon. Aber die können wir komplett alles aufteilen. Alles aufteilen. Alles aufteilen. Genau. Dann können die schon mal verrotten. Und wie sieht's aus? Essen haben wir. Das haben wir, das haben wir, das haben wir. Hier rein, Inventar. Das rüber. Damit haben wir hier auch schon wieder 31 und könnten dann irgendwann mal wieder ein paar Töpfchen bauen. Pfeile, das hat richtig gut gereicht. Wir brauchen Leder. Dazu lasse ich sie hier. Das mache ich so selber, damit ich die hier nicht noch opfere. Und danach können wir anfangen mit weiterbauen. Da können wir richtig Steine ranholen. Ich brauche einen Ankylo noch, ne? Dreieck zum Kämpfen, ein Ankylo. Ja, nimm doch einen Stego mit, ne? Dass er dich. Ja, das ist ein. Weißt du? Wenn ich ihn jetzt umfallen lasse, ärgere ich mich dumm und dämlich. Mit dem Sattel kann ich wenigstens dann drauf sitzen. Ich hätte jetzt gern irgendwas Einfacheres. Oder. Was haben wir da hinten? Da war doch noch eine Anke. In Moshops. Ja. Muss ich dann auch gucken, was ich dem erstmal geben muss, ne? Oh, wenn der eine hinter einem rumlatscht, das ist auch nicht so geheuer. So mal. 12, ja. Das ist. Jetzt bist du 28. Krieg ich da überhaupt hier noch Leder raus? Schwierig, ne? Hier oben sind Dodis. Düdis. Dodos. Und Böhm. So. Das tut mir äußerst leid, aber ich brauche das Leder. Und bei dir machen wir das lieber mit Pfeil und Bogen. Mit Armbrust. Hau ab! Kann man die eigentlich auch runter kriegen? Hau ab! Sonst werde ich nämlich angegriffen. Mist! Dann greifen mich nämlich die Enforcer immer an. Und ich hab daneben gehämmert. Krieg ich die so? Nee. Mist.
so irgendwie weg. Ich muss mal was trinken. Boah, Alter. Die vier? Das muss doch irgendwie gehen. Naja, geht nicht. Ich muss versuchen, wegzurennen. Nichts zu machen. Aber. Bleib hängen. Oh, noch ein Stego. Ziemlich oben zu fressen. Da. Zu saufen können wir uns hier unten holen. Der ist immer noch auf Verfolgungskurs. Mist. Ich tauche mal kurz ab. 9. Ja, das werden ja immer mehr. Aber da jetzt wie? Ist das wichtig? Kann ich mich irgendwie verstecken? Gut. Läuft wahrscheinlich ab. Irgendein Buff drauf. Keine Ahnung. Können wir noch mal? Richtig voll machen. So, ein bisschen was haben wir ja noch einstecken. Jawohl. Angstkack. Jo. Ich brauche trotzdem noch Leder. Wir sind mit dir. Sechzehn, ideal. Komm mal runter, giekse ich dich ein. Zwei Bolas habe ich noch. Bohlen? Nein, wir machen hier keine Werbung. Bolas. Okay. Aber jetzt bitte nicht hier auf der Laterne und so landen. Nee, nicht höher, komm runter. Ich will dir ans Leder. Gut, da unten vielleicht nicht unbedingt. Da flippen bestimmt meine Pets aus. Kommst du? Du kommst hier nicht hoch? Du kommst hier nicht rein? Steht da hier irgendwo? Nö. Gut, dann müssen wir mal wieder zum Ankü hoch. Gucken, ob wir mal den die Licht kriegen. Hier ist auch noch eine Schwerter respawnt, ne? Moshops. Der hat sicherlich auch ein bisschen Leder einstecken. Mit was müsste ich denn dich füttern? Gegrilltes Filet. Oh. Ein Schwein da. Eine Haxe. Njam, 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 njam. Ja. Was warst du für ein Level? Weiblicher Stego, das wäre auch was. 12, jawohl, 6. Warten mal kurz. Jawohl. Warte mal, können wir auch mit der Pike machen. Kurz und schmerzlos. Jawohl. Siehst du, da geht das nämlich auch schnell. Wie ein anständiger Jäger. Dort muss ruckzuck tot sein. Das Vieh darf nicht leiden. Genau. Da ist nicht das Vieh, da ist das Tier. Ja, hast ja recht. Das stimmt. Wenn schon jagen, dann kurz und präzise.
So, Gesundheit, Gewicht brauchen wir mehr. Das interessiert mich gerade nicht mit dem Zollichs. Shoot. Klunk, klunk, klunk. Da sind schon wieder die Dronis. Und bei Level 20 dürften wir die doch auch kriegen, oder? Ja, nächste Runde. Ich sehe es schon wieder. Ich werde schon wieder eingeblinkt. Ach, Manu. Ich bedanke mich fürs Reinschauen, Vorbeischauen, Zuschauen. Dankeschön. Wenn es euch gefallen hat, sehen wir uns eventuell in der nächsten Runde wieder zu Ark Survival Evolved von Studio Wildcard DLC Extinction. Bis dahin auf Wiedersehen und Tschüssikowski.